So, jetzt sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern in Zonenwurst Schaden mit Schrotflinten zu. Ist eigentlich soweit klar, aber wie gesagt, es gibt immer wieder Leute, die wissen halt wirklich nicht, was sie da machen sollen, weil es gibt ja auch immer noch jüngere Spieler allgemein. Von daher, wie gesagt, wenn es euch natürlich auch nicht interessiert, dann klickt ihr natürlich auch nicht drauf. Aber ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit und wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt dein kostenloses Abo raushauen. Denn auch so hast du auch die Möglichkeit, unten den Code schneller zu knacken, weil alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Aber in der Videobeschreibung habe ich extra noch ein Video gemacht, wo ich das alles nochmal erkläre. Also gerne abonnieren, hilft mir. Ich helfe euch mit den Aufgaben, wie ihr seht. Und dann würde ich sagen, ist das alles ein Geben und Nehmen. So, gucken wir mal. Wie gesagt, Schrotflinten. Bis jetzt hatte ich, glaube ich, in jeder Runde hatte ich einen. Dun, 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 dun. Oh Gott, ich habe den Skin total durcheinander, ey. Ja, total. So, aber Schrotflinten müsste ich eigentlich schon fast fertig haben. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem, was gemeint ist, weil manche Waffen kennen, jetzt kennt ihr auch nicht jeder alle Waffen. Damit fängt es ja schon an. So, Schrotflinte ist hier die taktische, die direkt vor uns ist. Also genau, mit der müsst ihr halt dann den Schaden machen. Bam, 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 bam. Zack. Direkt links von mir, oder? Ich muss mich nämlich auch heilen, deshalb mache ich das nämlich gerade. Ich wäre lost. Ich muss gucken, wie ich wieder runterkomme. Ich habe nämlich kein Trampo gefunden. Warte. Das Haus mal hier komplett. So, Sturmgewehr habe ich euch schon gezeigt. Deshalb kann ich das jetzt ruhig mitnehmen. Was ist er denn? Ja, wenn ich den Gegner natürlich nicht sehe, wird es natürlich schwierig. So, wir versuchen natürlich trotzdem weiter mit dem Sturmgewehr. Ach, mit dem Sturmgewehr. Mit der Schrotflinte was zu reißen. Ja, das wird schon bald der letzte sein, wenn ich die Kills fallen sehe. Sache, der Modus an sich ist halt nicht schlecht, aber ich glaube, es gibt gar keine Erfahrungspunkte dafür. Ja, das haben sie zum Glück nicht gemacht. Schaden mit Scharfschützengewehren. Na komm, beende es. 2 HP. 2 HP. Ach, da ist noch einer. Das sieht man ja, wie mit welcher hohe Sensi die auch alle spielen. Aber ihr dürft doch nicht vergessen, ich bin auf dem PC, ne? Auch wenn hier gerade die PlayStation-Steuerung angezeigt wird, wegen Matchplatz unten rechts. Boah, der hat gesessen. Die stirbt in der Zone. Safe. Wird nicht stirbt in der Zone? Ach ne, die Zone wandert genau hinter die. Ja, nicht. Wo ist denn jetzt der letzte? Es ist halt auch interessant zuzugucken, also ganz ehrlich.
Ich weiß, ihr werdet wieder sagen, hey, ich bin aber deutlich besser als der. Ich finde es halt echt schon faszinierend, wie gut hier viele sind. Ja, er turtelt. Gucken, wer es von den zwei dann macht. Ja, zwei Kills hatte ich doch auch. Nein. Du musst ja da eigentlich gewinnen, oder? Das war natürlich nicht schlecht. So. Wir versuchen uns natürlich wieder eine Schrot zu holen. Weil die Aufgabe wird halt schon jetzt mal fertig kriegen. Ey, das werden wir ja wohl hinkriegen in der Runde. Warte, gerade gucken. Komm, gib Gas. Sandwurst. Ach, haben wir schon. Ah, okay. Dann würde ich euch sagen, wie gesagt, hier seht ihr wieder die Schrotflinte. Die Schrotflinte ist hier in dem Fall die erste. Das hier. Aber dürfte eigentlich klar sein. Wie gesagt, wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, bleibt erstmal unten, guckt. Ah, Kampfschrotflinte, alles klar. Aber ich denke mal, das werdet ihr schon hinkriegen. In dem Sinne sage ich danke fürs Zugucken. Wenn ich dir irgendwie helfen konnte, wie gesagt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. In dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.